Wie erstellt man ein YouTube-Video möglichst schnell, möglichst effizient, möglichst kostengünstig und wie sorgt man dafür, dass es dann auch Klicks bekommt? Das schauen wir uns heute an. Wir erstellen als Agentur solche YouTube-Videos auch für Unternehmen und das heißt, wir setzen uns sehr stark mit der Technik auseinander. Aber erstens hat nicht jeder das Budget und zweitens gefällt nicht jedem mein Gesicht und deswegen möchte ich dir heute zeigen, was du alles brauchst und ich möchte auch so ein paar Beispiele geben, wie das dann auch aussehen wird. Also erstmal für eine Videoaufnahme, du kannst nutzen ein iPhone, also wenn du ein aktuelles iPhone hast, reicht vollkommen zu. Du kannst hier solche digitalen Spiegelreflexkameras oder DSLMs nutzen. Du kannst aber auch deine Webcam nutzen. Habe ich auch schon auf dem Kanal Videos gemacht, wie groß der Qualitätsunterschied ist. Und ich möchte dich direkt mal mit auf meinen MacBook mitnehmen. Einfach um dir mal zu zeigen, was denn wirklich funktioniert. Hier zum Beispiel, das Video ist mir gleich aufgefallen. Wenn wir uns das hier anschauen, wüsstest du, welche Art von Qualität das hier ist? Ich kann es dir sagen, das ist eine DSLM. Das ist hier so eine Spiegelreflexkamera. Dann schauen wir uns mal noch ein paar andere Videos an, die uns hier vorgeschlagen werden. Das hier ist eine Werbeanzeige gedreht. Die wird wahrscheinlich mit einem iPhone sein, aber auf jeden Fall keine hochwertige Kamera. Das hier ist ein MacBook Webcam. Hier hat man noch auf den Ton geachtet. Das ist jetzt wieder eine DSLM. Und das hier ist einfach am Computer animiert. Und das hier ist entweder eine Webcam oder ein iPhone. Heutzutage kann man das nicht mehr so stark auseinanderhalten. Nächster Punkt, der viel, viel wichtiger ist, ist das Videolicht, der Videoton und die Positionierung zur Kamera. Schauen wir uns das Ganze direkt mal hier so am Bildschirm an. Sie zum Beispiel hat hier einfach ihr Fensterlicht genutzt und das ist halt auch eine gute Art und Weise. Sie hat aber noch ein Fenster nach hinten und direkt zur Seite. Und das heißt, du hast hier das Licht, das siehst du so ein bisschen in den Augen, was sie einfach nutzt im Raum. Und sie ist auch im Bild relativ groß zu sehen. Das ist so ein klassischer Fehler, den du nicht machen solltest, ist einfach unfassbar weit weg sein von der Kamera. Also sei lieber nah dran. Und wenn wir uns jetzt mal noch ein paar andere Beispiele mit anschauen, hier er zum Beispiel sitzt halt in so einem dunklen Kämmerchen. Wenn du jetzt eine sehr seriöse Tätigkeit hast, wäre das nicht besonders clever, so ein dunkles Kämmerchen für dich zu nutzen. Aber es funktioniert halt trotzdem für die Reichweite. Und wir sehen trotzdem, trotz dass manchmal das Bild auch echt kacke aussieht, dass es trotzdem Leute gibt, die bei dir anfragen. Das kommt immer auf die Person drauf an. Und das heißt, hier, das ist ein Learning, nutz auf jeden Fall Videolicht. Was du nicht haben möchtest, ist, dass du einfach bloß so ganz dunkel unterwegs bist. Was du aber auch nicht machen solltest, ist irgendeine Form von so Greenscreen, wenn du es schon mal gehört hast, oder irgendeine andere Form von Hintergrund ein oder manche Hintergründe sehen halt auch einfach schlecht aus, wenn man sie staged, also wenn man die künstlich herbeiführt. Deswegen schau dich mal an deinem Büro um, schau mal, ob es irgendwo Ecken gibt, die besonders gut aussehen und dann kannst du die einfach nehmen. Oder hier zum Beispiel, das ist halt einfach nur ein Aufsteller genommen. Also hier so ein Plakat, so ein Messeaufsteller und noch so ein bisschen Grünpflanzen. Und das heißt, gestalte aber auf jeden Fall deinen Hintergrund. Das ist wichtig, dass du dir schon einen Kopf darum machst, wie soll dein Hintergrund aussehen. Aber dann kannst du den auch einfach mit Haushaltsmitteln gestalten. Und ein Punkt, der einfach unfassbar wichtig ist, ist hier der Ton. Das heißt, was solltest du als Mikrofon nutzen? Ich kann dir empfehlen, wir nutzen die DJI Luvs. Das heißt, die kannst du einfach ans iPhone anstecken und hast dort schon den Ton und dann machst du dir hier das kleine Mikrofon ran und damit kannst du dann schon arbeiten. Eine ganz andere gute Option ist das, was ich hier über mir habe. Das ist hier so ein USB-Kondensator-Mikrofon. Das ist halt schön, weil es die ganze Zeit am Rechner dran ist. Wenn du aber mit dem Handy aufnimmst, musst du es dann erst im Videoschnitt zusammensetzen. Deswegen nutz lieber so ein Lavalier-Mikrofon oder komm nah an die Kamera, eliminier alle Störgeräusche, setz dich nicht in den Raum mit viel Hall rein und nimm das Video direkt mit dem iPhone auf. Denn wenn du Informationen rüberbringen willst, ist es einfach so, dass die Leute sich keine Videos mit schlechtem Ton anhören. Vielleicht mal eine Minute, aber dann wird es zur Belastung und dann sind sie weg. Das nächste, was du dann brauchst, ist Videoschnitt. Denn du kannst nicht annehmen, dass du einfach bloß auf Aufnahme drückst, vor die Kamera rennst, alles einsprichst, wieder hinten drauf drückst, Schluss und das auf YouTube hochlädst, sondern du musst das Video schneiden. Und da gibt es mehrere Optionen. Du hast hier kostenfreie Optionen. Wenn du Windows hast, dann kannst du den Windows Movie Maker nehmen. Wenn du Apple hast, da kannst du hier iMovie nutzen und wenn du es einfach auf dem Handy aufnimmst, hier auf dem iPhone, nutze ich am liebsten den VN Editor. Kannst einfach in den App Store gehen, VN Editor eingeben, der ist mit Abstand am besten geeignet. Oder wenn du halt jemanden, also wenn es dann eher Richtung fortgeschritten geht, reden wir jetzt nicht drüber, aber da gibt es sowas wie DaVinci
da gibt es Premiere, da gibt es Anleitungen auf YouTube, wie du dann das Video schneiden kannst, wo du noch dir Dinge rausholen kannst, damit das gut aussieht. Das ist aber ein Thema für ein anderes Video. Lass uns doch mal hier auf YouTube schauen, wie wichtig ist überhaupt YouTube-Videoschnitt. Wenn du nicht in der Branche YouTube-Videoschnitt unterwegs bist, ist es eigentlich, verzeihen dir die Leute sehr viel. Also das heißt, selbst wenn das mal so ein bisschen roh aussieht, haben die damit eigentlich kein Problem, solange die Information gut gemacht ist. Also beschäftige dich lieber mit Didaktik und wie du das Video aufbaust, als ewig mit dem Videoschnitt. Denn wir sehen wirklich wenig Korrelation zwischen sehr aufwendig animierten Grafiken und relativ einfach geschnittenen Videos. Also das hier zum Beispiel, wenn das hier animiert ist, dann ist es geisteskrank viel Arbeit. Lass das. Darum brauchst du dich nicht kümmern. Viel wichtiger ist, dass du vor der Kamera überzeugst. Und es reicht zum Teil auch einfach nur hier mit der Kamera was aufzunehmen und dann dich nochmal aufzunehmen, sodass du das so übereinander schneiden kannst, damit du so ein Stück die Schnitte mit verdecken kannst. Hier zum Beispiel, solche Animationen, die sind nicht notwendig. Das wird nicht mehr Wiedergabezeit und mehr Klicks auf deine YouTube-Videos bringen. Es bringt mehr Hochwertigkeit mit rein. Das heißt, die Leute haben ein anderes Bild von dir, aber für die Klicks ist erstmal nicht entscheidend. Womit du dich dann auf jeden Fall beschäftigen musst, also lass die Zeit im Videoschnitt lieber schön kurz, beschäftige dich aber damit hier mit den Thumbnails. Was sind Thumbnails? Das sind die Vorschaubilder, die du hier auf YouTube siehst. Das heißt, die müssen erstmal den Klick verkaufen. Und die, ich sag dir das jetzt einfach, mit 20 Jahren YouTube-Erfahrung, die sind so unfassbar wichtig, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du denkst immer, Video, ich will ein Video gucken, ich klicke auf das Video von meinem YouTuber und schaue mir das Video an. Aber diesen Klick musst du erst verkaufen. Und gerade wenn Leute dich nicht kennen im Internet, sie kennen dich nicht, sie mögen dich nicht, sie halten dich für inkompetent. Du musst denen das Interesse am Video verkaufen. Und dafür musst du diese Thumbnails und diese Titel ganz minutiös gestalten. Was hast du da für Möglichkeiten? Du hast im Endeffekt zwei große Optionen. Du hast hier die kostenfreie, das ist Canva. Da kannst du das einfach mal googeln. Du kommst zu Canva, kannst den kostenfreien Account anlegen und kannst dir dort die Bilder zusammensetzen. Und dann hast du Photoshop. Für dich mal kurz im Schnelldurchlauf, was musst du bei den Thumbnails beachten? Wichtig ist, hier die Thumbnails immer möglichst einfach gestalten. Also nicht viel Text hier reinschreiben, sondern du musst das Interesse verkaufen. Schau dir mal ein paar andere Videos an, schau dir mal an, wie Wettbewerber das machen. Und dann kannst du hier zum Beispiel so ein einfaches Thumbnail hier erstellen. Oder hier zum Beispiel so ein einfaches Thumbnail, das funktioniert. Die Person schön groß drauf zeigen, viel Farbkontrast mit reinbringen, wenige Worte und die Worte, die da drin sind, die müssen das Interesse für das Video wecken. Das muss kein vollständiger Satz sein. Du musst da nicht reinschreiben, was du in dem Video gemacht hast, sondern die müssen das Interesse verkaufen. Und der Titel, der präzisiert es dann, sodass sich die Leute denken, das muss ich jetzt unbedingt sehen. Und dann nimmst du dein Video, gehst hier auf YouTube bei Erstellen auf Video hochladen, lädst das Video hoch, lädst dieses Thumbnail da rein, schreibst noch eine kurze Beschreibung dazu, gibt es auch noch Anleitungen, aber wir müssen es erstmal nicht komplizierter machen. Dann veröffentlichst du das Ganze und dann teilst du es in all deinen sozialen Netzwerken, schickst allen Leuten, die du kennst oder für die das relevant ist, damit die auf YouTube erstmal darauf aufmerksam werden. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei. Und wenn du dich dann noch weiter mit dem Thema YouTube auseinandersetzen willst, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, denn hier geben wir wirklich Praxiseinblicke, die ich mit 20 Jahren Praxiserfahrung und 4 Jahren Agenturtätigkeit alles über YouTube, den schmerzhaften Weg gesammelt habe, wo ich Informationen aus dem Internet zusammengesammelt habe, das an Kunden getestet habe und wirklich die Dinge, die funktionieren, die kommen auf den Kanal und deswegen lohnt sich das Abo. Und dir wünsche ich ganz viel Erfolg mit deinem ersten Video.